auch bedenken, ich bin so ein bisschen Billig-YouTuberin. Ich mache einfach so random Videos, dass sie manchmal auch nicht mal mitkriegt. Ich filme einfach so. Ich bin auch nicht immer so, wie ich in meinen Videos bin, sag ich euch ehrlich. Okay, doch, schon halbwegs, aber vielleicht bin ich in meinen Videos etwas netter als in Real Life. Okay, Leute, das ist mein nächster Food Court Spot. Das ist ein Brunch Breakfast Place. Pass auf, da kommt ein Auto. Jedenfalls, das ist mein Lieblings-Brunch-Restaurant und ja, let's go. Hello. Okay, Leute, hier hat man auf jeden Fall so ein Build-Your-Own-Brunch und man kann sich dann halt aussuchen, was man drinne will. Und ich zeige euch einfach mal meinen Go-To-Brunch. Nee? Yes. Juhu, Leute, ihr wisst, Grain ist einfach mein Favorite-Restaurant. Ihr werdet das hundertprozentig noch tausendmal auf meinem Kanal sehen, weil ich gehe da wirklich so oft essen. Das wird sehr oft in meinen Vlogs eingebaut. Ich liebe es, diese Avocado klein zu machen und das dann auf dem Brot drauf und dann Ei obendrauf. Diese Kombo ist einfach incredible, einfach so richtig lecker. Falls ihr irgendwann mal in Südkorea seid, dann kommt auf jeden Fall mal her. Es lohnt sich auf jeden Fall, Leute. Yay! Ey, Leute, Dani wollte auf diesen Knopf drücken. Und ich so, nein, nicht, nicht. Das macht man in Korea nicht. Das ist, glaube ich, so für blinde oder eingeschränkte Leute. Sorry. Natürlich ging es auch wieder nach Olivyang. Leute, ihr wisst, wenn ihr nach Südkorea kommt, ihr werdet in Olivyang feststecken. Ich weiß hundertprozentig, ihr alle würdet da so viel kaufen. Das Ding ist, ich war schon so oft und so lange in Korea, deshalb kaufe ich mir nicht mehr so viel wie früher. Aber ich weiß noch, als ich neu in Korea war, habe ich immer so viel geholt. Weil guckt euch mal bitte diese ganze Schminke an. K-Beauty ist einfach slay. Momentan trenden so lilafarbene Lippenstifte, die ich auch richtig schön finde. Ich habe auch ganz viele ausprobiert. Und ich habe natürlich auch eins mitgenommen, und zwar von Peripera. Bei Olivyang ist es tatsächlich so, ihr müsst die Mitarbeiter rufen und die fragen, ob die euch das geben können. Man kann sich das nicht selber dort nehmen. Das ist so ganz anders in Deutschland, weil da kann man einfach nehmen. Aber ich finde es eigentlich besser so. Dann sind die Sachen nicht beschädigt und so weiter. Beim Olivyang-Besuch sieht man immer so aus mit der Hand voll. Das muss man natürlich erstmal sauber machen. Ich habe mir hier diesen Lip Liner geholt und eine Lip Tint. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich habe es auch schon ausprobiert. Ist richtig geil. Und Leute, ihr müsst einfach aufpassen bei Olivyang. Das ist einfach crazy. Wenn ihr einmal in Olivyang reingeht, ihr kommt da nicht mehr raus. Ihr werdet 10.000 Sachen kaufen. Ich habe diesmal nicht so viele Sachen geholt, aber schon viele. Ihr müsst auf jeden Fall aufpassen. Olivyang ist gefährlich für euer Geld, für euren Geldbeutel. Dann natürlich auch weitergegangen, und zwar in die Hongdae Main Street, und da habe ich diese Tasche gefunden. Ich fand die richtig schön. Ich habe die übrigens auch mitgenommen. Kleiner Spoiler. Ich würde sagen, ich rede gar nicht so viel. Ich lasse euch mal ein bisschen die Ästhetik-Vibes hier haben. Ich habe mir jetzt diese neue Tasche geholt und ich muss auch dringend meine Nägel wieder machen gehen, weil die sind so rausgewachsen und langsam fängt es schon an, weh zu tun. Das Gute ist, es ist jetzt Ende des Monats, das heißt, ich krieg wieder Geld. Wir wollten jetzt Schoko-Erdbeeren kaufen gehen und ich habe den falschen Bus genommen, beziehungsweise nicht falschen Bus, sondern ich dachte, das ist ein Yoido, aber jetzt ist doch ein Jump hier, jetzt müssen wir über eine Stunde hinfahren und ich habe keinen Bock mehr. Ich hasse Subway-Fahren. Bitte, ich will genug Geld für Taxi. Oh Mann, Subway kann es so anstrengend. Also eigentlich ist das hier voll gut connected, aber kein Bock. Jetzt gehen wir hier runter. Ich will sterben. Dann ist jetzt doch nach Hause gegangen, wo wir zusammen die Erdbeeren probieren wollten. Weil es geht ja jetzt ein bisschen schlecht. Ich habe ein bisschen Kreislaufprobleme. Wahrscheinlich liegt es an dem Wetter, weil das Wetter ist wirklich gar nicht auszuhalten. Ich bin jetzt selber auf dem Weg nach Jamshil und das ist soweit. Ich bin jetzt in der Subway, ich hoffe, man hört mich.
bin mittlerweile in Iljiro Sandra Station und ich muss bis nach Jamshi fahren. Es dauert noch so lange. Ich bin endlich bei der Station angekommen. Jetzt gehen wir zum Exit 3. Die Subway Stations in Südkorea sind so geil, weil die haben hier einfach immer so geile Läden. Also hier zum Beispiel Waffel, dort hinten verkaufen die Schmuck. Hier vorne auch Hosen, Klamotten, Schmuck, coole Kleinigkeiten. Ihr seht selber, Digga, Germany could never. Also Leute, das ist hier literally immer noch eine Subway Station und da hinten ist sogar Lotte World, das ist verbunden. Lotte World ist so ein Freizeitsvergnügungspark mäßig. Das hat draußen und drin so ein bisschen Heideparkhaft, obwohl auch nicht so, also schon ähnlich halt, ne? Freizeitpark halt. Richtig cool. Und einfach die Subway Station, also hier die Bahnstation ist damit verbunden. Und es ist hier gerade einfach so groß, ich weiß gar nicht, wo es hier rausgeht. Ich bin gerade einfach an Exit 3 vorbeigelaufen. Lost. Rose ist jetzt auch da, sie kann zwar kein Deutsch, aber we speak English, but yeah. We're going. Hä? And the man. Ich hab Angst, was? What did he say? Weird people also in Korea. Of course. Wir gehen jetzt hier in diese Mall. Paekwajom, weil wir wollen diese Erdbeeren. Strawberries. Jetzt in der Mall. Und diese Mall, die sind immer so teure Sachen. It's always expensive as fuck here. So don't come here. Ja, kommt nicht. Hier haben die schon diese Schoko-Erdbeeren. Die haben auch weiße Schokolade und auch helle. Hello. Slay. Ey, die haben auch hier mit so Sahne. Mal gucken, welches ich holen soll. Die Rose kauft sich jetzt eins. Wow, nice. Thank you. Lecker. Lecker. Wir haben jetzt hier auch unsere Dings gemacht. Wir haben auch gerade einen TikTok Taste Test gemacht. Okay, Leute, macht den Taste Test. Erstmal Marshmallow. Ja, ist ganz okay. What do you think? I think it's late. Yeah. Without Marshmallow would be better. Yeah. Hier seht ihr, geradeaus geht's nach Lotte World und hier sind einfach so viele Shops, also es ist so crazy. Und wir suchen uns jetzt auch einen Coffeeshop, weil wir wollen irgendwo sitzen und chillen. Wir sind gerade irgendwo in Jamshi, wir haben keine Ahnung, wo wir sind. Und wir suchen die ganze Zeit nach einem Coffeeshop, aber irgendwie ist es so schwer, einen zu finden. There are no coffee shop. Korea is always full. Not today. There was only Starbucks, but we don't like Starbucks. Hier ist jetzt Holy's Coffee Shop und da gehen wir jetzt rein. So Leute, ich habe mir jetzt ein Earl Grey Tea geholt. Das ist delicious und hat keine Kalorien, glaube ich. Stay. Wir haben jetzt die Bahn nach Gangnam genommen, weil das waren so 13 Stationen. Zu Fuß gehen wäre da nicht gut. Walking would not be good. Ja. Gangnam-Style. Gangnam hat auch so süße Klamotten-Stores. Guckt euch das mal an. This is so cute. Oh mein Gott. So cute sets. Ja, cute. Rose und ich sind natürlich wieder beim Shoppen abgegangen. Ich wollte mir eine Cappy holen. Ich habe mir auch eine Baba Cappy ausgesucht. Dieser Laden heißt Tomato und der ist übrigens in Gangnam. Und der ist einfach so geil. Der hatte voll gute und auch günstige Klamotten. Deshalb, Leute, wir verlieren immer unseren Verstand und gehen crazy. Guys, these are my peaks. This, Slay. Slay. I think Dani would like this. Also cute. Yeah. Ich denke, es ist cute. Wir waren wieder fett shoppen. Ich werde auch vielleicht einen Haul machen auf TikTok oder auf YouTube. Das Problem ist, wenn ich und Rose zusammen sind. We are not good together. Yeah. Can I tell a story? Yeah. One time, we lost our mind. We went into a department store, like, and we bought. She told a crazy story that we did before, like when we lost our mind with money. We cannot go out alone together. It's a fact. Dangerous, yeah. Guck mal, hier ist auch Son Heung-min. Slay. Fußballer. Cool. Wir gehen jetzt hier Hotpot essen. Juhu.
Yeah. Bitte keine Line, bitte keine Line. Und warum ist hier ein Adult Shop? Premium Shabu Shabu Restaurant. Leute, wir können jetzt da hinten zur Self-Bar gehen. Und hier können wir dann einfach aussuchen, was wir alles wollen. So, ich habe Pak Choi, diese Sojasprossen und Chinakohl ist das, glaube ich. Und ganz viel Tofu, ich liebe das. Ich habe mir jetzt auch meine Käppi angezogen und es hat angefangen zu regnen und ich habe keinen Regenschirm. Also muss ich jetzt schnell zur Subway Station und nach Hause. So Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir ignorieren mal das da hinten wieder, weil das bin einfach ich. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne bitte ein Abo da, weil viele von euch gucken meine Videos, aber haben mich nicht abonniert. Leute, abonniert mich. Warum abonniert ihr mich nicht? Und ja, gerne auch ein Like, ein Kommi da lassen. Das würde mich auch mega, mega freuen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video, weil wenn ihr aktiv seid, habe ich mehr Motivation, Videos zu drehen. Deshalb zeigt es mir. Hab euch lieb. Tschüss.